So. Wir sollen entscheiden. Sorry, dass ich das ist jetzt hier mit einem Dialog. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen, so weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht. Willkommen zurück. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Also. Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen Ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Okay. Was ist jetzt, Captain? Sie haben keine Zeit mehr. Ich muss jeden Tag solche Entscheidungen treffen. Sie wissen also doch noch mehr. Geht in Deckung, verdammt! Ich hätte anders entschieden, aber Sie haben gehandelt. Das ist höflich. Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht. Wobei dankt Ihnen für Ihre Dienste, Captain. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Ich hab getan, was notwendig war. Ich hab uns am Leben gehalten. Ich will nichts mehr davon hören. Ist das klar? Ja. Ja? Die Entscheidung an sich. Der eine, der Wasser geklaut hat. Ist ja wirklich nur ein Kapitalverbrechen, wie schon gesagt wurde. Und er hat dann die ganze Familie vom anderen ausgelöscht, obwohl er ihn da festnehmen sollte. Prinzipiell, ich meine, das hier ist ein anderes Land. Also, ich weiß, ich bin in einem Spiel, es ist ein fiktives Land und aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Normalerweise, wenn er jemanden getötet hat oder mehr, würde er vor ein Gericht kommen, was ihn dann dementsprechend oder vor das Militärgericht, bei dem er dann seine gerechte Strafe bekommt. Wobei dann der Tod. Da lassen wir. Nein, da lasse ich jetzt einfach mal die Diskussion offen. Aber ich bin der Meinung, eine Bestrafung sollte nicht der Tod sein. Kriegt einfach eine Waffe. Wir haben uns nur verteidigt. Details, Captain. Nicht was. Wie sieht's aus? Wir wehren uns und kämpfen! RPG voraus! 60 Meter! Shit! Hintergrund! Ich feuere! Da bist du wohl unten!
gegen den Sandsturm ankämpfen. Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und Sie wird man Ihres Kommandos entheben. Eieiei. Luft ist rein, Walker. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower Dubais. Dahin. Walker, ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Wir haben auf einen Tipp hin die ausländischen Hilfsstationen im Stadtzentrum besucht. Wir fanden Leichen. Ist nichts Neues. Nur, dass diese erschossen wurden. Und verbrannt. Und zu den Leichen noch ihre Pässe. Nur einer war noch lesbar. Zoe Straßburg, 29. Deutsche Helferin. Es heißt, ein Paranoiker ist einer, der alle Fakten kennt. Ich kenne nicht alle Fakten, aber ich habe eine Scheißangst. Ich will nicht glauben, dass die Behörden ausländische Helfer hinrichten. Was das für die Evakuierung bedeuten könnte. Aber die Fakten, die kann man nicht ignorieren. Ich muss den Colonel finden. Sofort. Ohne Verdacht zu erregen. Wenn ich einen Funkspruch absetzen kann, besteht vielleicht noch Hoffnung. Wenn nicht, dann helfe Gott Dubai. So. Schließen. Ihr müsst mir vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denk nur, du liegst falsch. Hört sich wie ein Feuergefecht an. Da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Rex. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe. Schnell. Rex? Scheiße! Du kannst der 33. Walker, schnapp dir die RPG! Hinterher! Wir müssen das Hotel einnehmen! Nein! Beobachtet den
Feind, der kommt aus der Deckung! Deckt mich, ich lade nach! Wir sind schwer unter Beschuss! Da kommen noch mehr! Aus der Wand! Das rein! Marker, hier ist einer ohne Deckung! Tango, beweg dich! Leg ihn um! Werfe Haftgranate! Oh, ich wollte nicht lachen. Entschuldigung! Sagen wir mal, haltet den jetzt nicht. Das Schlimmste ist überstanden. Los! Los, die kommen nieder! Hörst du das heute noch was, verdammt? Ja, nicht immer meckern. Was ist denn los hier? Captain Walker, Jeff Riggs. Kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie einen Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Deckung! Ich sehe nichts. Bleibt unten. Sichtkontakt. Ist es Riggs? Nein, da Delta. Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack. Du bist tot. Na los, ihr kostet mich Zeit. Da kommen sie, Jungs. Feuer frei. Ihr drei, du musst fressen. Ich und meine Leute raus. Blick nach dem Start. Genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Nee.
Ich sollte nicht immer meine Freunde erschießen. Feinde auf dem Dach! Vorsicht! Alter, kommt aus der Deckung! Lade nach! Gib mir Deckung! Tango erledigt! Alles klar zu sein. Wenn ihr Jungs soweit seid, treffen wir uns in der Küche. Was? Wie in der Küche? Los, rein. Sie haben uns nichts zu sagen, Mr. CIA. Ruhig, Lugo. Die CIA hat diesen Krieg nicht angefangen. Aber den Leuten hier Waffen geliefert. Diese Leute wollten den Aufstand. Von uns kam nur das Werkzeug. Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Das wollte ich nicht. Aufgepasst, wir kriegen Besuch. Schieß dich nur noch auf meine Leute. Wieder einer weniger. Feind ausgeschaltet. Ich werde hier platt gemacht. Scheiße. Ja. Allein der Fakt, dass man extra Munition... Moment, Aufnahme ruckelt gerade. Ich finde den Fakt, dass man Munition und so erhält, wenn man die Leute exekutiert. Ja, ich weiß nicht. Das ist es, Jungs. Das Dubai Aquatic Colosseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Störmanöver vom Haupttor. Das hält die 33. auf Trab und wir schleichen uns hinten rein. Ihr nehmt Einheimische als Lockvögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen muss. Abgesperrt. Scheiße, wir sind entdeckt. Haben Sie einen Plan, Riggs? Drängt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Sie haben einen... Scheiße, die rücken von hinten an. Vorsicht, Feind bewegt sich. Warum? Lade nach. Er ist ungedeckt. Leg ihn auf. Gegner erledigt. Lass hören. Zulu-Wilden, Sie Ziele, obere Etage. Da sind Sie!
Das war ein bisschen knapp. Da steht einer frei! Verdammt! Und der schwere Beschuss! Au! Feind ausgeschaltet! Gegner ist ausgeschaltet. Das habe ich noch nie gesehen. Das Zulu Squad. Die Antwort jetzt mal. Der 33. auf alle Probleme des Lebens. Oh. Haltet die Augen auf. Wenn Zulus auf die Jagd gehen, gibt es keine Antwort. Das war jetzt dämlich. Oh Gott, ey. Ich will jetzt eigentlich die Folge beenden. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.